Ich bin Emmy, ich bin 15 Jahre alt und ich mache einen Schüleraustausch mit Kulturwerke Deutschland nach North Vancouver, Kanada. Und heute mache ich einen Tagesausflug mit meiner Gastmutter nach Nanaimo und ich nehme euch dabei mit, wie ich meiner Gastschwester ein Geburtstagsgeschenk für nächste Woche hole. Wir sind gerade auf der Fähre. Ich glaube, die Fahrt dauert eine Stunde 40 und ich mache jetzt einen richtig krassen Übergang und wir sehen uns, wenn ich da angekommen bin. Und ich bin jetzt hier in Nanaimo angekommen und ich stehe hier gerade an einer Wand mit sehr viel bemalt und dies so wie in Berlin, diese Gallery, ich habe vergessen, wie die heißt. Aber ich gehe da jetzt lang und weil ich wollte da mal gucken gehen. Also ich habe einen Buchladen gefunden jetzt und da gehe ich natürlich rein. Das heißt Special on D&D Novels. Ich liebe ja so alte Buchläden, die so etwas älter aussehen. Jetzt hier mal hoch. Hoffentlich darf man das. Oh ja. Rare and collectible. Da kann man doch mal gucken. Learning and writing. Aboriginal and intermediate. Hier sind nicht so viele Sachen oben. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Hier gibt es die Twilight-Bücher. Egal wo man hingeht, jedes Buchgeschäft hat die Twilight-Bücher. Egal wo, überall. Doch. Leider habe ich da jetzt nichts gefunden. Aber auf geht's. Das ist ja nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin ja hier, um ein Geschenk für meine Gastschwester zum Geburtstag zu holen. Und ich habe eben so einen Kristallladen gesehen und da werde ich definitiv was finden. Oh mein Gott. Ach, wie süß. Mit so Froschringe. Oh mein Gott. Also die Dame da drin war sehr, sehr nett. Ich habe mir diesen Elefantenring geholt. Und dann habe ich noch so ein Free Sample. Dann bekommen so eine Creme zur Beruhigung. Die waren auf jeden Fall sehr nett und jetzt will ich mir was zu essen. Aber leider habe ich nichts für meine Gastschwester gefunden. Aber ich hoffe, ich finde da noch was. Gehe ich mal nach draußen, weil drin ist es kalt. Draußen ist es wärmer. Hier haben die keine richtigen Türgriffe. Die haben hier so Schiebetüren. Oder Drücktüren. Finde ich lustig. Ich bin leider alleine unterwegs, weil meine Gastschwester ist nach UBC gegangen, also zur Universität in Vancouver da, weil sie studiert übernächstes Jahr, glaube ich. Oder schon davor. Deswegen will sie mal sich hier die Universität angucken. Und ich gehe jetzt mal hier hoch. Okay, ich habe mich jetzt auf eine Bank gesetzt und jetzt gibt es einen Taste-Test. Erstmal, das ist jetzt so groß. Also, der Wrap hat zwei
8,98 gekostet und ein Orangensaft 3,19 Dollar. Insgesamt habe ich 6,38 Dollar gezahlt und noch 3 Cent Taxe. Probieren wir mal. Sieht gut aus. Ich habe einen Chicken Wrap, Grilled Chicken Wrap. Und der ist sogar noch warm. Also schmeckt sehr gut. Kann ich weiterempfehlen. Ich bin jetzt fertig mit Essen. Und jetzt gehe ich zu einem Handmade-Shop. Also da verkaufen die so handgemachte Sachen. Halt so Schmuck, ich glaube auch Deko und so. Und ich hoffe, dass ich da was für meine Gastschwester finde. Und ja. Hier sind die Ampeln auf jeden Fall voll komisch, weil es gibt keinen Zebrastreifen. Es gibt einfach nur so einen Streifen auf der Straße, in dem du gehen musst. Und die Ampeln für Fußgänger, die werden nicht grün. Die werden weiß manchmal, manchmal bleiben die rot. Da ist so ein weißes gehendes Männchen da. Und dann werden die wieder rot, so eine Hand, so eine. Und dann werden die dann wieder rot. Und dann ist da so ein Countdown, ich glaube 20 Sekunden oder so, die man Zeit hat, halt drüber zu gehen. Das stresst einen voll. Ich glaube, ich habe auch den Shop gefunden. Oder zumindest irgendeinen Shop, der so mäßig aussieht, wo man sich was holen kann. Leider ist meine Gastschwester nicht so alt, sonst würde ich ihr so eine Karte holen. Ah, hier gibt es ja noch genug andere. Oh, die ist nice. Ich glaube, die nehme ich mit. Jetzt gehe ich aber zu dem Laden, zu dem ich eigentlich wollte. Ich muss mal kurz auf Google Maps gucken, weil keine Ahnung, wo ich bin. Naja. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ich wollte da lang gehen, aber ich muss einfach da rein. So nett hier, die Leute. Ja, ist voll schön. Die Sachen hier sind so schön. Oh mein Gott. Problem ist, die sind leider nicht der Style von meiner Gastschwester. Deswegen muss ich wohl einen anderen Laden finden. Aber sehr schön. Oh, Frosch. Frosch sind süß. Punkt. Und wir sind wieder auf dem Weg. Ach Mann, der Shop war schon süß. Ich gehe jetzt nochmal an dem Laden, wo ich den Ring gekauft habe. Der Laden ist eher so der Style von meiner Gastschwester als der Kristallladen hier. Ich hoffe, wenn ich jetzt beim zweiten Mal gucke, dass ich da noch was finde. So when you see them around, there's opening doors, divine doors, there's flowers, there's the secret garden, there's druid wisdom, there's Avalon, language of flowers, let it go. Right now this deck is yours. So you'll say, what do I need to know right now? What do I need to know right now? And choose a card. And it tells you. The night, find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. So that's your message of wisdom at this moment. Oh, that's interesting. Yeah, that sounds good. Also, mir wurde gerade ein piece of advice von Karten gezeigt. Und ich muss nachts chillen oder so. Ich bin echt nicht gut, was Interpretation angeht, aber ich habe jetzt erfolgreich einen Ring geschafft. Das ist so. Der hat einen Stein, wenn es fokussiert, ne? Ja, ich glaube, man versteht's. Und ich hoffe, sie trägt den, weil sie hat so einen ähnlichen Ring. Da ist nur ein weißer Stein drin und das ist ein Glasstein. Und ich hoffe, er wird ihr gefallen. Und dann muss ich mich auch gleich mit meiner Hostmom hier treffen und
Ich glaube, dann fahren wir auch schon wieder mit der Fähre zurück. Meine Hostmom, die war jetzt mit ihrem Vater essen, weil ihr Vater hat heute Geburtstag und er kommt nächste Woche für Thanksgiving auch nochmal. Und da lernt ihn auch Elena kennen und der ist super lieb, also ich finde ihn so lustig. Und ja. Also ich bin jetzt schon seit einer Weile wieder zu Hause und das war es eigentlich auch schon mit meinem Shopping-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein bisschen auch in meinem Tag mitnehmen konnte. Wenn ihr Lust auf einen Auslandsaufenthalt bekommen habt, dann bewerbt euch auf jeden Fall bei Kulturwerke Deutschland und abonniert auch die Social-Media-Kanäle. Da bekommt ihr nämlich Content von meinem Auslandsaufenthalt und auch den von anderen Austauschschülern. Ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder und tschüss!